Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rush It Disney Pixar Adventure mit einer neuen Episode zu Cars. Ganz im Ernst? Du warst ja unglaublich. Danke. Und das ist ja der Sinn der Sache, oder? Genau. So, los geht's. Fahrkünste. Gucken wir mal, ob wir den Luigi sehen. Oh, mi amore. Du hast nicht zufällig Lust, Cars mit mir zu spielen? Doch. Tja, lass dann knacken. Bist du an der richtigen Adresse. Jo. Ich bin Shelby und ich bin verrückt nach Cars. Mhm. Ich spiel gern Hook. Er ist einfach klasse. Hey, schaust du aus? Wie wär's, wenn wir an der Teufelsschanze wären und Lightning McQueen nach einem neuen Auto für sein Team suchen würde? Und das... Da bist du. Aber zuerst muss ich dich auf die schick. Probe stellen. Was bin ich denn für ein Deshalb Auto? Deshalb musst du Hooks Fahrkunstherausforderung meistern. Ja, ich habe diese Strecke so entworfen, dass sie nur die besten Fahrer der Welt fahren können. Und hey, ich Lightning. Habe volles Vertrauen in Hook. Wenn er sagt, dass du gut genug bist, dann ist das auch so. Oh, es geht nicht darum, was ich sage, so sondern aus. Was Hooks du meine Frontscheibe aber nicht draufgeklebt. Jo, das ist mal Geschwindigkeit. Jetzt ein bisschen besser als vorhin hier mit dem RC-Car. Jo, hier geht's ab. Auf links. Wow, geil. Kann man sogar driften. Was ist denn hier los? Hammer! So ein Rennen gegen andere wäre jetzt vielleicht ein bisschen spannender. Alles, was du jetzt tun musst, ist dem Sheriff zu folgen. Also, kann er nicht springen. Du sagst, du kannst fahren. Das wollen wir doch mal sehen. Oh, nicht die Polizei. Okay, zeig mir, was aber du drauf hast. Aber wie Need for Speed, hier rammen wir jetzt von der Strecke. Das kannst du wirklich ziemlich gut. Jetzt zeig mal deine Fahrkünste. Bin schon dabei, du Knaller. Warte, wenn ich dich krieg. Okay, dann zeig mal deine Fahrkünste. Du siehst wie ein Profi aus, das muss ich zugeben. Mal sehen, natürlich, ob du auch so fährst. Sieht man das nicht? Dass ich so fahre. Das war toll! Ich habe schon einige gute Fahrer gesehen. Wo fährt er denn rum? Du hast wirklich Potenzial. Ja. Und du nicht, weil du bist voll gegen das Gebüsch gefahren, Junge. Was ist hier los? Wenn ich du wäre, würde ich meine Augen nach etwas offen halten, das vom Himmel fällt. Ich merk schon. Was ist los? Schraube gibt's auch schon. Das kannst du wirklich ziemlich gut. Klasse, ne? So, jetzt aber mal im Ernst hier. Butter bei die Fische. Brauchen wir ein bisschen mehr Action. Komm los hier. Man hört zwar, wie das Auto schallt ist, aber wirklich schneller wird es auch nicht, oder? Täuscht das. Ich merke nichts davon. Was machst du
sehr gut. Danke. Gib mir echt Mühe. Warum schmeißt jemand mit Farbe hier nach uns? Haben wir's? Ja? Das seid ihr ja alle. Prima. Du bist echt fantastisch. Hook hat recht. Hey Lightning. Das war eines der besten Rennen, die ich je gesehen habe. Du bist wirklich eine Bereicherung für unser Team. Sicher. Ich habe es die ganze Zeit beobachtet. Das war wirklich beeindruckend. Das ist Holly. Sie ist meine Freundin. Unser Freund hier wäre ein toller Rennwagen und ein noch besserer Agent. Und wir haben genau die richtige Mission für dein Tempo und Talent. Natürlich nur, wenn Lightning etwas Geduld aufbringen kann. Natürlich kann er warten. Kannst du doch, Lightning, oder? Tja, wer bin ich, mich mit dem britischen Geheimdienst anzulegen? Du bist richtig gut gefahren. Fahrkünste erledigt. Das reicht wieder nicht. So ein Mist. Eine neue Episode haben wir aber freigeschaltet. Wunderbar. Bombenkummer. Hoje. Okay. Wo ist denn der Luigi? Mensch. Hab ich doch gewusst, dass alle von mir begeistert sind. Aber das war viel besser als Achsfett garniert mit Getriebeöl. Ich bin so stolz auf dich. Das war besser als ein Fass Öl auf der Hinterachse. Mit dir spiele ich jederzeit, Cars. Komm einfach vorbei. Mensch, habe ich jetzt viele Freunde gefunden. Möchtest du jemand anderen spielen? Wie ich höre, hat jemand eine tolle Idee für dich. Juhu, neues Kind möchte Cars spielen. Das ist aber schön. Ja, das machen wir dann in der nächsten Folge. Schaut das spektakulär aus. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like da, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Möchtest du nicht mit den anderen Kindern spielen? Bis bald.